3 Sommer-Nachgespräche. Ich darf Sie sehr herzlich begrüßen, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass Sie dabei sind hier bei unserer Sendung aus dem ORF Radio Kulturhaus. Ich freue mich, Ihnen in Kürze die wichtigsten Ausschnitte aus dem ersten ORF Sommergespräch präsentieren zu dürfen. Wir werden das dann hier in einer kleinen, feinen Runde analysieren. Wir haben uns gemeinsam das ORF Sommergespräch angeschaut, während wir hier uns vorbereiten. Bereiten meine Kolleginnen und Kollegen aus der Redaktion gerade die wichtigsten Ausschnitte vor, die wir Ihnen dann gleich zeigen und die wir dann hier in der Runde miteinander besprechen. Ich darf Ihnen jetzt schon mal meine Gäste vorstellen, gleich verbunden mit der Frage, wie es Ihnen eigentlich gefallen hat. Und wie immer ist in unserer Runde mit dabei ein politischer Weggefährte der jeweils Interviewten. Heute ist das Nico Alm. Er ist Unternehmer, Publizist, Aktivist und früher Nationalratsabgeordneter der NEOS. Ich sage ganz herzlich willkommen, danke fürs Kommen. Und wie ist Ihr erster ganz knapper Befund? Es war ein sehr kurzweiliges Gespräch. Allerdings muss ich sagen, fehlt mir die Antwort auf die Frage, was NEOS denn eigentlich mit diesem Land vorhat. Aber es kann durchaus sein, dass die Antwort ausgeblieben ist, weil die Frage so explizit nicht gestellt wurde. Werden wir dann darauf eingehen. Aus der Abteilung Spitzefeder ist heute die Grande Dame des heimischen Innenpolitikjournalismus zu Gast, Kolumnistin Anneliese Rohrer. Danke fürs Kommen. Mir hat es Ihnen gefallen. Wie es mir gefallen hat, ich schließe mich an, es war im Vergleich zu anderen kurzweilig. Nur mir ging eines wirklich ab, ich hätte wirklich gerne von ihr erfahren, wie sie den Anstand in der Politik durchsetzen will, konkret. Mhm. Dann werden wir uns auch diesem Thema später widmen. Stammgast in dieser Runde wird diesmal bei allen 5 ORF3-Sommer-Nachgesprächen Stefan Werra sein. Herzlich willkommen. Sie selbst nennen sich auch Körpersprecher. Sie analysieren, was uns unser Körper ohne Worte sagt. Was war denn Ihrer Meinung nach heute Abend die Hauptbotschaft von Beate Meinl-Reisinger quasi zwischen den Zeilen? Energie. Also aus körpersprachlicher Sicht ist sie ein herausragendes Talent und ist nicht nur auf Österreich bezogen, sondern auf den deutschsprachigen Raum, den ich ja sehr gut kenne. Allerdings macht sie den klassischen, muss ich sagen, Kamala Harris-Fehler. Sie polarisiert nämlich mit ihrer Körpersprache und das kostet sicher einiges an Prozentpunkten. Vielleicht kommen wir da später noch drauf. Sind wir gespannt, noch Näheres darüber zu erfahren. Jedes Mal mit in der Runde ist auch quasi ein öffentlich-rechtliches Gesicht. Ich freue mich, dass diesmal ORF2-Chefredakteur Matthias Schorn mit dabei ist. Herzlich willkommen, Matthias. Was wäre denn die Headline nach diesem Sommergespräch in der ZIP? Normalerweise diskutieren wir in der ZIP, zumindest in der ZIP 2, ungefähr eine Viertelstunde. Es dauert länger, wie die ganze Sitzung, wie die Headline ausschauen soll. Jetzt bin ich allein. Also ich würde sagen, sympathische Streberin. Weil, warum Streberin? Ich weiß nicht, ob das so gut ankommt, wenn man sagt, ich habe mich gespielt in der Schule, Turnen war so leicht, das hat mich nicht angestrengt, lernen habe ich eigentlich auch nichts müssen, ich habe trotzdem bessere Noten wie meine Geschwister gehabt. Weiß ich nicht so ganz genau, was sie uns damit sagen wollte. Also ich kenne recht viele Menschen, die sich denken, Hardigatten, die habe ich nicht so wahnsinnig gern gehabt in der Schule, ich sage, es ist ja alles so leicht. Hardigatten, ein wunderschönes tirolerisches, fast schon Schimpfwort. Vielen Dank für diese erste Einordnung. Wir reden gleich ausführlich, aber damit es uns heuer im Sommer nicht zu trocken wird hier im Radiokulturhaus, serviert uns heute und auch in den kommenden Wochen Tom Sippos jede Woche einen passenden Cocktail, auf den freuen wir uns schon sehr. Was gibt es denn heute zu trinken? Wir haben natürlich heute einen sommerlichen Drink, passend der Farbe natürlich, in rosa gehalten, pink gehalten. Und zwar ist das ein Pink Lady Gin-Drink mit Orangenlikör, frischem Zitronensaft und dann ein Schuss Grenadin. Und um den ganzen Drink sämiger zu machen, ein bisschen Eiweißpulver noch dazu. Mehr auf der spritzigen oder mehr auf der süßen Seite? Na, eher säuerliche Seite mit einem ganz, ganz kleinem Hauch von Süße. Dann sage ich danke, wir freuen uns schon auf den Drink und können gleich etwaige Analogien vielleicht feststellen zur Interviewpartnerin des heurigen Abends und vertiefen uns jetzt gleich, meine Damen und Herren, in das Gespräch mit dem ersten Ausschnitt. Und da komme ich auf das zurück, was Beate Meinl-Reisinger aus ihrer Schulzeit auch erzählt hat und wie sie eigentlich begründet hat, wie das Lautsein ihr so gelingt. Ich denke, es ist notwendig, dass jemand sagt, was ist.
Also ich habe vielmehr manchmal den Eindruck, es ist erstaunlich, dass überhaupt so wenig gesagt wird. Ich kann mich erinnern, mir wurde das gesagt, dass ich es recht laut war letztes Jahr, als doch im ersten Lockdown die Schulen so lange zu waren und ich eigentlich den Eindruck hatte, dass man auf Kinder und Jugendliche, auf Schule, dann auch auf Unis, aber vor allem auch auf die Doppelbelastung für Frauen völlig vergisst und man eigentlich völlig diskussionslos damit, dass den Frauen, in den meisten Fällen, ich weiß, es gab ja ganz, ganz viele tüchtige Männer, die da auch gut, Sie kriegen keine haben. Mails, wenn Sie das jetzt sagen wollen. Nein, aber es stimmt schon. Ich kriege immer Mails und Sie haben ja auch recht, die Leute, wenn Sie schreiben. Viele Väter haben das genauso gespürt. Aber diese Diskussionslosigkeit, mit der das einfach den Frauen wieder zugeteilt wurde, ohne öffentliche Diskussion, vielleicht auch so mit der Haltung, das ist nicht volkswirtschaftlich relevant, da habe ich mich ganz offen gewundert, dass ich als Einzige über weite Strecken so laut war. Nico, allem dieses Lautsein, gehört das mittlerweile zur DNA der Neos und auch dieses Lautsein für Frauen? Ich denke... Das ist ja auch laut im Hintergrund, ja, gerade wird der Drink gemixt. Im Hintergrund wird gescheppert, ja. ich denke, ja, dieses Laute, das hat ja Matthias Stolz damals schon in die Politik gebracht und das musste auch sein. Und die Personen, die von Anfang an bei Neos dabei waren, haben sie durchaus in der Vergangenheit, in der eigenen persönlichen Vergangenheit, durch diese Lautstärke auch bemerkbar gemacht. Es sind ja sehr viele ganz neu in die Politik gekommen und ohne eine gewisse Lautstärke wird man, wie das Beate Meindl-Reisinger richtig gesagt hat, natürlich auch nicht gehört. Und das ist eine Voraussetzung. Macht Sie das sympathisch? Ich glaube, es wurde etwas nicht angesprochen. Vielleicht hätte sie es selber machen sollen. Sie hat ja zunehmend den Ruf einer, sagen wir es einmal, vornehmen, schrillen Person. Und sie hätte durchaus auch auf Stolz rekursieren können, weil dem wurde das nie vorgeworfen, dass er zu schrill ist. Und wenn sie etwas temperamentvoller auftritt, heißt es gleich, sie ist eine, manche sagen eine Keifen. Und das hätte sie ansprechen aber, können. Aber das würde man bei einem Mann ja nie sagen, oder? Nein, eben nicht. Ja. Und er hat, wie er eben gesagt hat, er hat das Laute notwendigerweise zu den Neos gebracht. Sie hat es vorgesetzt, aber er war, ich weiß nicht, temperamentvoll und sie ist ein Keifen. Und das hätte man ruhig ansprechen können, weil das ist der Punkt, der ihr am meisten schadet, vor allem auch bei Frauen. Aber dass sie sich da so für Frauen stark macht, das ist von den Neos jetzt gar nicht so das zu erwarten, oder Matthias Schaum? Das ist jetzt nicht ihr Kernklientel. Weiß ich nicht, aber ich finde, sie hat die Kurve vom Laut extrem gut dorthin gekriegt, wo sie, glaube ich, doch die Empfindung von sehr, sehr vielen Menschen trifft, nämlich, dass es ihr nicht um geschlossene Schulen gegangen ist, sondern um die Diskussionslosigkeit. Und ich finde, das ist ein guter Punkt. Die waren einfach zu von heute auf morgen und dann hat man schauen müssen, wie man das Leben sich sozusagen organisiert. Und das hat halt einfach, und das weiß man mittlerweile ganz besonders viele Frauen und Mütter oder vor allem auch berufstätige Frauen sehr, sehr stark getroffen. Und ich finde, sie hat sozusagen die Kurve vom Laut zum Thema eigentlich sehr, sehr gut genommen und zwar zu einem klassischen Neos-Thema, nämlich Bildung. Also ich finde, das ist eigentlich ganz gut gelungen. Ich finde übrigens, der Herr Stolz, wenn ich ans Bäume umarmen und so denke, naja, also ganz so war es nicht, dass alle gesagt haben, der ist nicht ja, auch ein bisschen schrill. Wir reden über die Lautstärke und über das Schrille in der Politik, nicht über die Bäume, ne? Ja, aber trotzdem, also ich finde, es ist sehr gut gelungen sozusagen von dieser Diskussion, ist mir zu laut, Gehör verschaffen und auch Themen aufs Tableau zu bringen, nämlich eben das Bildungsthema oder das Schullockdown-Thema ist ja eigentlich ganz gut gelungen. Wie hat das körpersprachlich sich dargestellt, Herr Werra, dieses Kämpferische in der Wortwahl, ist das auch sozusagen durch die Körpersprache stark unterstützt worden? Also ich kann da direkt anschließen an die Lautstärke. Es ist ja unfair, zwei Menschen zu vergleichen. Sie ist lauter, der Stolz war nicht so laut. Jetzt kann man nicht sagen, dem einen hat man es nicht so vorgeworfen. Er ist immer sehr blumig geworden, der Stolz. Aber was sie auch körpersprachlich macht, sie ist auch laut körpersprachlich. Und das erkennt man an zwei Kenngrößen. Das erste ist einmal die Frequenz. Sie zuckt immer.
Bei ihr ist immer links, rechts und dann die Augenbrauen nach oben und nach unten. Und noch bevor das Wort kommt, zuckt alles, schon hochfrequent. Und das signalisiert immer, da ist Energie innen. Und das ist wichtig für einen Oppositionspolitiker, besonders jetzt, wo man einen Kanzler und einen Vizekanzler haben, die sehr niederfrequent sind. Das heißt, wo alles eher sehr langsam ist. Wenn ich aber in der Politik Veränderung will, und das will man als Oppositionspolitiker, dann muss ich die Veränderung auch mit meiner Körpersprache zeigen, weil sonst bin ich nämlich für das Beibehalten des Status quo. Und das Zweite, was sie laut erscheinen lässt, neben der Stimme, ist ihre unglaublich große Amplitude. Das ist der Umfang. Also ich habe nur ein paar so Dinge mitgeschrieben. Wenn sie Worte betont, sie geht über den Kopf rauf und haut fast am Tisch runter. Das würde man von unserem Bundeskanzler zum Beispiel nicht sehen. Ja? Das heißt, dieser Unterschied im Habitus von Meindl-Reisinger ist sehr expressiv, ist sehr, sehr stark. Wenn die jetzt natürlich ein Wort sagt, was vielleicht am oberen Rand der Lautstärke ist, aber gleichzeitig noch mit den Händen so macht, wie ich das mache, wirkt es einfach viel, viel lauter. Und das hat Strolz nicht so gemacht. Also dieses Konglomerat von nonverbaler und verbaler Lautstärke. Ja, aber haben Sie nicht gerade früher gesagt am Anfang, es passt irgendwas nicht zusammen? Ja, zu dem komme ich schon noch. Das war noch nicht die Frage. Schauen wir mal. Ich glaube, mittlerweile bekommen wir etwas zu trinken serviert. Hier schwebt die Pink Lady heran. Danke. Eher auf der säuerlichen Seite ein ganz kleiner Hauch von Süße. Ich weiß nicht, Sie kennen Beate Meindl-Reisinger persönlich auch viel besser als wir alle hier. Passt das? Zu ihr als Getränk. Probieren wir es mal, oder? Ich habe einige Sachen trinken gesehen, aber ich denke, das wird auch passen, ja. Aber es ist vielleicht etwas zu zurückgenommen. Wirklich? Wirklich. Probieren wir es einfach einmal. Ja. Es ist auch versprochenermaßen offenbar sehr mäßig alkoholisch. Also wir werden auch nachher noch ein gepflegtes Gespräch führen können. Zum Wohl und herzlichen Dank fürs Kommen. Und nehmen wir einen kleinen Schluck Pink Lady. Vielen Dank. Vielen Dank. Und vertiefen uns kurz ins grundsätzlichere Politische, nämlich mit der Frage, was versteht Beate Meindl-Reisinger eigentlich unter Liberalismus? Das Eintreten für ein selbstbestimmtes Leben, Auftreten gegen Autoritäten, also auch gegen autoritären Staat, von dem haben wir ja genug gehabt. Also als Lehrer aus der Vergangenheit, Monaten. Meinen Sie, oder? Naja, ich meine, ich sage immer, 700 Jahre Habsburg prägen ein wenig und dann auch noch eine starke katholische Kirche. Aber dieses doch auch der mündige Bürger, die mündige Bürgerin, die das Schicksal selbst in die Hand nimmt. Und natürlich, wenn Sie wollen, 1848 ist natürlich auch für die Liberalen eine wichtige Geburtsstunde gewesen. Also wir wollen auf jeden Fall nicht wie kleine Kinder behandelt werden. Und das hatte ich doch den Eindruck im vergangenen Jahr, dass das die Regierung bisweilen tut. Dazu kommen wir dann noch. Ja, wir wollen nicht wie kleine Kinder behandelt werden. Man kann auch sagen, manchmal hat man den Eindruck, es ist in Österreich schon sehr stark die Mentalität vorhanden. Man möchte gerne von der Wiege bis zur Bahre vom Staat umsorgt sein. Also dieses, wir sind mündige Bürger und wissen selbst, was wir zu tun haben, Matthias Schromm. Ist das eine realistische Einschätzung, dass das in Österreich sehr verbreitet ist, dieses Gedankengut? Die Geschichte würde es belegen, denn es gibt eigentlich wenig liberale parteipolitische Erfolgsgeschichten. Also wenn wir an das liberale Forum denken, okay, das ist anders entstanden. Trotzdem, es hat nicht sehr lange überlebt. Und man sagt immer, Österreich hat keine wahnsinnige großbürgerliche Tradition nach dem Zweiten Weltkrieg mehr gehabt. Und das mag auch damit zu tun haben, dass es eben in anderen Ländern ja einfach mehr potenzielles Publikum in der Entstehungsgeschichte gegeben hat. Also in Deutschland gab es zumindest große Industrielle oder die Honoratioren. Das jüdische Großbürgertum hat es in Österreich auch nicht gegeben. Und ich glaube, es ist schon so ähnlich, wie Beate Meindl-Reisinger sagt. Österreich ist sehr katholisch, habsburgisch, letztlich dann auch irgendwie kleinbürgerlich-bäuerlich geprägt gewesen. Und deshalb haben es, glaube ich, liberale Parteien sehr, sehr schwer hier gehabt. Also ich glaube, das stimmt schon so. Sieht man das auch innerhalb der Neos als ein bisschen schwierige Zielgruppe? Natürlich, also das klassische liberale Wählerinnenpotenzial ist in Österreich eher beschränkt. Das ist ja auch durch die Meinungsforschung entsprechend abgesichert.
Prinzipiell würde ich aber jetzt nicht alles immer der Geschichte überwälzen. Und auch wenn Beate Meindl-Reisinger die katholische Kirche genannt hat, was mich in dem Zusammenhang freut, dann ist auch die nicht daran schuld. Also es ist durchaus möglich, dass sich Gesellschaften innerhalb von ein, zwei Generationen auch von so einem autoritären Weltbild emanzipieren. Das ist ja auch in anderen europäischen Staaten der Fall gewesen. Aber der Befund ist sicher richtig von ihr, dass hier nicht nur eine gewisse Obrigkeitshörigkeit da ist, sondern sogar auch ein sehr weit verbreiteter Wunsch, der Staat möge auch alles mit Verboten, Vorschriften regeln. Also gerade Corona hat das, glaube ich, sehr, sehr deutlich gemacht, dass hier eine sehr, auch in gesellschaftsliberalen Kreisen, wie sie bezeichnet werden, großer Wunsch danach da war, dass der Staat diese Regelungen trifft. Und ich, NEOS ist wahrscheinlich die letzte im Parlament verbleibende Partei, die hier auf ein Stück mehr Selbstbestimmung auch setzt. Was mich wiederum wundert, ist, dass das nicht stärker ausgespielt wird, weil ich glaube, dass das auf starke Resonanz auch in anderen Teilen der Bevölkerung stoßen würde. Aber zum Teil ist da auch der eigene Widerspruch in den Aussagen deutlich. Also ich denke da zum Beispiel an die Aussagen Richtung CO2-Steuer, wo ja auf der einen Seite Beate Meindl-Reisinger richtig gesagt hat, wir haben den Kapitalismus, den teuflischen neoliberalen Markt als ein Instrument, das das regeln kann. Aber gleichzeitig, wenn es dann auf andere Themen, Bereiche im Klimawandel gekommen ist, dann war das Nudging oder die Vorschrift, das Verbot, dann doch die nähere Wahl. Bei der Bodenversiegelung, warum kann man bei der Bodenversiegelung zum Beispiel nicht den Markt in die Pflicht nehmen? Das können wir wenden uns dann auch dem Klimathema noch gesondert zu. Aber darf ich noch kurz sagen, auch beim Flug nach Innsbruck ist mir das aufgefallen, was ja, Sie sagen. Also irgendwie so richtig, eigentlich hätte sie es lieber nicht, sonst sagt sie, fahren mit dem Zug, aber verbieten will sie es dann auch wieder nicht. Ja, es war spannend. Also sie ist sonst so vehement und klar in den Aussagen, aber anstatt hier zu sagen, kein Problem, dann wird halt nach Innsbruck geflogen. Es wird halt in Zukunft nicht 125 Euro kosten, sondern 325. Und dann wird der Markt das tatsächlich regeln. Wir können uns dann zu diesem Thema, glaube ich, auch noch den einen oder anderen Ausschnitt anschauen. Ich würde noch ganz gern kurz Anneliese Rohrer bei dem Thema Liberalismus bleiben und bei diesem sozusagen, wie viel muss der Staat für uns alle besorgen und erledigen. Und in der ZIB 2 hat Peter Filzmaier gemeint, das ist gar nicht so einfach für Beate Meindl-Reisinger, da eine klare Position zu beziehen. Denn die ÖVP, Bundeskanzler Kurz, setzen im Moment, was Corona betrifft, sehr stark auf die Eigenverantwortung der Bevölkerung. Eigenverantwortung, das klingt nach etwas, was sich auch in Beate Meindl-Reisingers Wortschatz gerne wiederfindet. Und da könnte sie in die Zwickmühle geraten, allzu sehr in die Nähe der Regierungsargumentation zu geraten. Muss man solche strategischen Überlegungen tatsächlich als Oppositionspartei mit ins Kalkül ziehen? Ja, wahrscheinlich muss man das machen. Aber in dem Fall ist es eigentlich sinnlos. Herr Alm hat völlig recht. Ich habe mich auch gewundert, warum sie nicht mehr auf dem Thema draufbleibt. Weil die Eigenverantwortung der ÖVP oder der Regierung ist ja eigentlich nur eine Ablenkung von dem, was nicht möglich war oder was man nicht durchgesetzt hat. Also gewisse Dinge hat man nicht erreicht. Und wenn man es nicht erreicht hat, dann ist es die Eigenverantwortung. Das ist schon eine sehr durchsichtige Sache. Aber warum die NEOS halt nicht mehr auf diese Selbstbestimmtheit gehen, wundert mich, weil bei allem Wunsch vieler Österreicher vom Staat versorgt zu werden, das ist auch die zweite Rede in der Geschichte der Zweiten Republik begründet, da tut sich etwas in der Gesellschaft, da verändert sich etwas. Nämlich je mehr man sieht, dass der Staat nicht alles leisten kann, desto eher sind die Leute bereit, umzudenken. Und es ist eine gewisse Aversion da. Da würde man wahrscheinlich politisch, wenn man auf die Selbstbestimmtheit nämlich ehrlich setzt und sagt, okay, Leute, die Zeiten sind vorüber
Ihr müsst euch jetzt selber engagieren. Und zwar nicht nur wirtschaftlich und nicht nur sozial, sondern auch politisch. Und diese Zuschauerdemokratie tut uns nicht gut. Das wären alles Themen, die die Neos wirklich ansprechen können oder sollten. Warum sie es nicht genau tun, vielleicht aus Rücksicht, weil alles so strategisch, parteipolitisch. Wenn ich das jetzt sage, dann hilft das denen. Und wenn ich jetzt die Migration thematisiere, dann hilft das nur der FPÖ. Wir beide kennen das aus Zeiten, aus Haiders Zeiten. Ja, nicht die Probleme mit den Jugoslawien-Flüchtlingen ansprechen, hilft nur den Haider. Diese Art der Politik, die sicher auch die ÖVP-Truppe betreibt, aber diese Art der Politik tut dem Land nicht gut. Und da hätten Sie ein Alleinstellungsmerkmal, wenn Sie das ansprechen würden. Merkt man da, dass Beate Meindl-Reisinger, wir haben es ja gerade gehört, sich da ein bisschen schwer tut, sich klar zu deklarieren, wo stehen wir da? Weil einerseits mit diesen Umweltthemen, da ist sehr wohl staatliches Eingreifen dann doch auch bis zu einem gewissen Grad gefragt. Bei anderen Themen dann wieder nicht. Spürt man das? Bei zwei Stellen ist es aufgefallen, nämlich bei der Innsbruck-Flugstrecke. Da hat sie körperlich sehr lang herumgedruckst. Und dann an einer zweiten Stelle, wie sie von Lorenz Tittelbacher angesprochen wurde, ob sie zu aggressiv ist und den Bundeskanzler zu aggressiv angesprochen hat. Da ist sie auch, hat sie sehr lange herumgedruckst und dann aber, und das war schon interessant, ist sie sehr in die Offensive gegangen mit ihrer Körpersprache, hat plötzlich beide Hände auf die Armlehnen und hat so ihr dann geantwortet. Sie hat dann auch das verwendet in der Mimik, was ich den Putin-Blick nenne, weil wir kennen Wladimir Putin, dass er den Kopf senkt, dann ist vom Kranium, vom Schädel, ist die Stirn nach vorne und schaut dann Lorenz Tittelbacher so an. Ich habe gehofft, dass die Sendung bald aus ist, weil wer weiß, wo das endet. Ja, aber man merkt das schon, da hat sich was verändert, weil sie macht etwas, und jetzt komme ich zu dem, was Sie eingefordert haben, nämlich sie lächelt sehr viel. Die lächelt überdurchschnittlich viel. Selbst bei kritischen Punkten lächelt sie. Und das ist grundsätzlich positiv, weil das in der Politik, und das vermisst man vor allem im deutschsprachigen Raum, Leute gibt, die eine Vision vermitteln. Und eine Vision muss man vermitteln mit einem Blick nach oben, mit einem Lächeln. Jetzt nehme ich das Beispiel Obama. Der hat der ganzen Welt so diesen Traum einer Vision gegeben. Nicht immer nur Verbote, was man jetzt so viel hört. Ja? Und plötzlich gegen Ende der Diskussion, man kann das gern dann nochmal nachschauen, fällt ihr Kopf nach unten, deswegen wird sie von mir keine 1 plus bekommen, sondern maximal eine 2 plus, fällt der Kopf nach unten, sie redet mit Lorenz Tittelbacher nur mehr mit dem Blick, hat die Arme so, wenn ich so mit Matthias Schromm rede, ich meine, er ist 2 Köpfe größer wie ich, aber wahrscheinlich kriegt er dann auch volle Hosen. Ja? Das heißt, und dann kommt noch was dazu, da war ganz eine tolle Sequenz, und zwar, sie sind vom Stehpult hingegangen zum sitzenden Pult. Und da sieht man mal die ganze Körpersprache. Und jetzt muss ich kurz aufstehen. Ich hoffe, die Regie macht das jetzt mit. Sie geht und hat ihre Ellbogen da draußen. Wenn ich jetzt so auf die Kamera zugehe, wo haben wir denn hier eine Kamera? Da ist eine Kamera, ja? Wenn ich so auf die Kamera zugehe und habe die Ellbogen so weit draußen und so einen Abstand dort, dann ist das immer ein Signal von Kraft. Warum? Weil der Muskel, der Pectoralis und hinten, Latissimus muss da sein. Wenn die stark trainiert sind, ist die Körperhaltung so. Deswegen haben wir eher die Assoziation von Männlichkeit. Wir sehen Meindl-Reisinger auch so kommen. Dann sehen wir sie beim Sitzen, dann sehen wir sie mit diesen. Und das ist genau das Polarisierende. Nämlich einerseits zeigt sie unglaublich viel Tatendrang. Die will offensichtlich wirklich was verändern und ist ungeduldig, wie ja im Vorspann gesagt wurde. Das glaubt man ihr. Aber das Polarisierende fängt an, weil es quasi nie etwas Stabiles, Ruhiges gibt. Es gibt nie dieses Erhabene, dieses Ruhige. Jetzt kann man sagen, in der Opposition ist das gar nicht so wichtig. Die FPÖ hat das ja über Jahrzehnte gut gemacht mit Haider und HC Strache. Allerdings dieses Bürgertum, das die Neos ansprechen, das will nicht nur die Energie haben, sondern die wollen auch die Ruhe haben. Und das sieht man übrigens bei Kamala Harris. Deswegen habe ich das Beispiel genannt. Die hat einen unglaublichen Zuspruch, aber sie polarisiert eben auch sehr stark, weil es ein Schwarz-Weiß ist. Dann passt das vielleicht ganz gut dazu, was wir als nächsten Ausschnitt vorbereitet haben. Da wurde Beate Meindl-Reisinger auf eine Aussage des früheren Neos-Generalsekretärs Nicola Tonig angesprochen, der gemeint hat, die Neos müssten jetzt da inhaltlich thematisch breiter werden. Und sie meint dazu das Folgende.
Es ist schon eine einzigartige Erfolgsgeschichte, wenn man sieht, woher wir da kommen. Und man muss auch sagen, wir sind halt auch breiter geworden. Weil eben von, aber Sie sollen von der ja noch breiter werden, sagt Toni. Ja, von der Nischenpartei, ich würde mal sagen, am Anfang haben wir gesagt, ja, das ist die Bildungspartei, ist es doch jetzt ein Anspruch, eben nicht nur ein Thema zu haben, sondern den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, bei egal welchem Politikbereich. Und das zeigt ja auch das Wahlergebnis oder sagen wir die Umfragen, weil wenn man jetzt bei 11-12% steht, heißt das natürlich auch, dass wir eine wesentlich größere Breite haben, auch in Menschen, die sagen, ja, die finde ich gut, denen vertraue ich, die sind glaubwürdig. Ja, bei welchem Thema, Herr Alm, könnten die Neos denn tatsächlich in die Breite gehen? In der ZIP 2 hat Moderator Armin Wolf gemeint, Beate Meinl-Reisinger habe mehr gesprochen wie eine Grüne. Haben Sie das auch so empfunden? Das liegt aber zum Teil schon auch an den Fragestellungen. Also es ist natürlich in einer Zeit, wo es zwei Großthemen gibt, nämlich die Corona-Pandemie und der Klimawandel, unumgänglich viel über die klassischen grünen Kernthemen zu reden, die natürlich keine klassischen grünen Kernthemen mehr sind, sondern natürlich von der Politik insgesamt bearbeitet werden müssen. Ich bin nicht ganz der Richtige als Ratschlaggeber, welche Themen Sie wählen sollten. Ich würde das aber von einer anderen Richtung aus betrachten, diese Fragestellungen. Eine 10%-Partei oder auch eine kleinere Partei muss ein politisches Vollprogramm haben. Also mehr Themen zu haben, alle Themen abdecken zu können mit kompetenten Antworten auf auch zukünftige Fragestellungen, das ist ein Hygienefaktor. Das muss diese Partei, das muss jede Partei liefern können. Also mehr Themen zu haben, bedeutet für mich ja nur in der Kommunikation auf mehr Themen zu setzen. Und das wiederum sehe ich sehr kritisch, weil wir hier im politmedialen Komplex, wir haben natürlich mehr Übersicht über diese Themen und können natürlich differenzierter sehen, welche Parteien mit wie vielen Themen in welcher Art und Weise kommunizieren. Es ist das nicht so, dass Durchschnittsbürgerinnen diese Fähigkeit nicht hätten, aber die Aufmerksamkeitsökonomie geht nicht unbedingt in die Richtung, dass man eine Partei für ihr großes Themenspektrum wahrnimmt, sondern in Wirklichkeit ist es notwendig, sich zu fokussieren. Deswegen hat mir diese Frage, wofür steht Neos, was will Neos mit diesem Land machen, so gefehlt, weil da erwarte ich mir von der Partei schon eine sehr knappe Antwort mit konkreten Themen und nicht... Und welche wären das? Ich meine, Bildung war das immer bis jetzt, aber das reicht das? Das war bis jetzt immer Bildung. Also offensichtlich reicht das nicht. Ich glaube, dass Neos eine große Lücke in der Wirtschaftspolitik vorfindet, die sie gut besetzen könnten. Aber es gibt natürlich auch Themen, die nicht am klassischen politischen Themenspektrum orientieren, sondern, wie Frau Rohr auch richtig eingewendet hat, Selbstbestimmung, individuelle Selbstbestimmung, Eigenverantwortung, überhaupt das Individuum in den Mittelpunkt der Politik zu rücken, als einzige Partei am politischen Markt, während alle anderen eher identitäre, identitätspolitische Konzepte verfolgen, von der ÖVP bis zur FPÖ, je nachdem, wo sie halt im politischen Spektrum stehen, rechts oder links verortet sind, gibt es hier der Middle Ground, der ist einfach nicht besetzt. Und Politik für das Individuum zu machen und nicht für kleine Kollektive oder Gruppenidentitäten, müsst ihr natürlich länger erklären, was das bedeutet. Das wäre ein Ansatzpunkt. Also zuspitzen oder breiter werden, auf das läuft jetzt hinaus, wie ist Ihr Befund? In meiner Analyse, ich glaube, Sie wären gut beraten, wenn Sie es zuspitzen würden auf diese Selbstständigkeit. Da kann ja alles subsumieren. Da kann ich die Selbstständigkeit der Werdung durch Bildung, da kann ich alles durch Arbeit, da kann ich alles subsumieren. Wenn Sie auf das fokussieren wollen, natürlich werden Sie nicht in gewisse Schichten eindringen, aber das müssen Sie auch nicht bei 10-15%. Wenn Sie sich auf diese Schichten konzentrieren würden, die dafür jetzt ein offenes Ohr haben, weil Sie eben erstens einmal die Ausrede auf der türkisen Seite und zweitens diesen ganzen Nennestaat satt haben. Und da glaube ich, wäre schon ein Potenzial, aber müssten Sie zuspitzen. Ist aber vielleicht auch gar keine so schlechte Zeit für so eine Entwicklung nach diesen ganzen Vorschriften, Einschränkungen, die wir alle erlebt haben,
mitgemacht haben in dieser Corona-Zeit, wohl oder übel, jetzt zu sagen, jetzt schaut mal selbst auf euch. Das glaube ich schon ein bisschen, aber ich glaube, dass die Neos eigentlich das Potenzial hier schon relativ gut ausschöpfen. Ich glaube, das ist wirklich eine Glaubens, kann ich nicht beweisen, aber trotzdem, ich glaube, das Limit ist tatsächlich erstens für liberale Parteien irgendwo bei 10-15% in Österreich. Ich meine, wir leben hier in Wien oder im städtischen Bereich mag das höher angesiedelt sein, aber schauen wir uns einmal Gemeinderats- oder Landtagswahlen an, da glaube ich, ist es ein noch viel schwereres Feld. Also erstens wegen und ich fürchte, also ich bin ein bisschen wenig optimistisch, der Wille zur Selbstgestaltung, puh, das würde ich mich nicht so sagen trauen, dass das mehr als 15% wirklich wollen oder dass das für ein Wahlmotiv mehr als 15% oder ein Wahlmotiv ist. Ja, hier, aber dann mehr als 10%. Aber eben dann glaube ich, dass man mit 10, 11, 12% das schon eigentlich ganz gut abholt. Ja. Das, was mich wundert, ist, dass es nicht klarer formuliert ist für diejenigen, die das eh wirklich glauben. Ich glaube, das, was Sie sagen, ich glaube, die ÖVP lässt recht viel Raum auf wirtschaftspolitischer Ebene. Und das ist etwas, was gut zusammenpasst, glaube ich, mit dieser Selbstbestimmtheit, mit dem Bildungsthema. Und da bedient es eigentlich weder die ÖVP so stark, noch die FPÖ schon gar nicht, aber auch letztlich die SPÖ und die Grünen nicht. Also ich glaube, das ist eine Ebene. Und dann Europapolitik. Ich meine, es gibt Grenzen. Meine Tochter ist 11 Jahre, die habe ich vor einem Jahr erklärt, was eigentlich eine Grenze ist. Die hat das nicht gekannt. Mittlerweile, wenn man irgendwo hinfährt, egal über den Walser Berg oder so, dann steht man im Stau. Das ist ein bisschen wie in meiner Kindheit und die war in den 80ern. Also ich glaube, da gibt es für die Neos schon Themen, wo man was machen könnte. Und das ist auch eine Einschränkung, die man spürt, wenn man nicht nach Kärnten fahren kann, nicht über die Grenzen fahren kann. Der Wille zu regieren, der ist der Beate Meinl-Reisinger ja eigentlich anzumerken, anzuspüren, oder? Das würde mir an der Körpersprache nicht zu sagen getrauen. Das wäre Wünschelruten gehen. Aber ich möchte dazu was sagen. Weil was man erkennen muss, ist, wenn man jemanden hat, der körpersprachlich so viel Aufbruch steht, sagen wir es einmal so ganz, ganz blumig, und kein spitzes Thema hat, dann verpufft diese Energie. Und ich meine, seien wir nicht böse, das ist eine Sache, die muss man natürlich auch vom Marketing her sehen. Wenn die jetzt noch breiter werden, ist das wunderschön, sollen sie bitte in ein Parteiprogramm schreiben, aber mit dem locken sie nicht mehr Wähler an. Jetzt muss man das Beispiel der FPÖ einfach bringen. Die haben diese Aufbruchsstimmung in ihrer Körpersprache gehabt. Also wenn die in Braunau im Bierzelt gejubelt haben, dann haben die Leute, die dort gewesen sind, gespürt, das ist ein Aufbruch. Aber sie haben gleichzeitig ein spitzes Thema gehabt. Und ich glaube, das fehlt den Neos ganz einfach. Das ist jetzt müßig, darüber zu reden, ob das jetzt die Selbstverantwortung ist oder nicht. Aber ohne spitzes Thema wird das verpuffen. Und ich habe ganz am Anfang sehr bewusst etwas gesagt, im deutschsprachigen Raum fehlen solche Talente wie Meinl-Reisinger. Ich meine, schauen wir nach Deutschland, da haben wir einen Laschet, da haben wir einen Baerbock und da haben wir einen Scholz. Dann haben wir in Österreich, haben wir jetzt die Kandidaten kennen wir, wenn wir in die Schweiz schauen, wenn wir nach Südtirol schauen. Also im deutschsprachigen Raum gibt es so wenig gemäßigte Politiker, die für Aufbruch stehen. Die einzigen, die für Aufbruch stehen und gleichzeitig ein spitzes Thema haben, das sind immer die Populisten, und zwar rechts oder links, völlig egal. Und dann hat man jemand in der Mitte, und deswegen glaube ich, dass solche Talente wichtig sind, weil Angela Merkel in Ehren. Aber von ihrem Habitus ist die 16 Jahre lang noch nie für einen Aufbruch gestanden. Die ist einfach für eine Politik gestanden, die der Wirtschaft nicht im Weg herumsteht. Und das ist in ihrer Körpersprache unglaublich gut dargestellt. Und das macht sie wunderbar. Aber gleichzeitig merkt man halt einfach in Europa, ja, wo ist denn da der Aufbruch? Wirtschaftlich sehr erfolgreich. Aber das sind keine Politiker, die dem Volk jetzt vermitteln, jetzt geht's weiter, jetzt wissen wir, wo wir hinwollen. Und sie hätte das Talent. Das muss man einfach sagen. Und das ist ein Talent, letzter Satz, letzter Halbsatz nur, das kann man nicht von einem Coach oder so angelernt bekommen, sondern sie hat das einfach mitbekommen. Deswegen die Bemerkung, Theater oder nicht, also sie hat ja nicht das Talent, weil sie eine Theaterausbildung oder Theaterinteresse hat, sondern sie hat ein Theaterinteresse, weil sie das Talent hat. Das mit der Regierungsbeteiligung habe ich deswegen angesprochen, weil eines der Themen auch war, das bezog sich ganz stark auf Wien, da ging es dann um so Fragen wie den Lobautunnel, aber auch die City-Maut. Und da hat Beate Meinl-Reisinger auch Bezug genommen auf die Regierungsbeteiligung in der Stadt Wien. Also ja, die Wiener Neos können uns das vorstellen. In einem ersten Schritt bin ich jetzt sehr froh, dass wir in Wien mit der SPÖ gemeinsam jetzt endlich eine flächendeckende Parkraumbewirtschaftung auf den Weg gebracht haben, weil das war tatsächlich ein Fleckerlteppich in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten, und das ist jetzt ein erster wichtiger Schritt.
Ja, da haben die Neos jetzt Nico Alm in Wien, also eine Regierungsbeteiligung. Ist das schon irgendjemandem aufgefallen? Ja, vielleicht den Leuten, die sagen, dass Neos jetzt schon langsam auch eine sozialdemokratische Partei wird. Aber das war jetzt ein bisschen bösartig und das sagen natürlich nicht alle. Aber es war nicht viel Gelegenheit aufzufallen, muss man fairerweise sagen. Es war überhaupt nicht viel Gelegenheit, neben Corona mit irgendetwas anderem aufzufallen. Dafür kann Neos nichts, dafür kann keine andere Partei in keinem Parlament der Welt wahrscheinlich irgendetwas zurzeit. Also die Zeit wird schon noch kommen, um die Chance haben aufzufallen, was natürlich nicht heißt, dass es passieren wird. Aber sehr schwierig im Moment. Aber hat man da was davon? Der Vizebürgermeister ist schon aufgefallen, würde ich sagen, nämlich kurz vor Ferienstart mit der Lehrerkürzung oder Lehrer, also mit den Förderlehrern, diese Geschichte. Das war eigentlich genauso, wie die Neos, glaube ich, nicht auffallen wollen, nämlich mit Kürzungen im Bildungsbereich. Sonst wäre mir eigentlich ehrlicherweise, aber ich muss jetzt gestehen. Aber das war ein sehr lokales Beben. Ja, ja, aber ich wurde ja gefragt, sonst hätte ich sagen müssen, mir wäre nichts aufgefallen. Ja. Aber es führt uns ein bisschen zur Frage, sozusagen, wie interpretieren Neos eigentlich ihre Rolle? Viele gehen ja davon aus, dass Beate Meindl-Reisinger und ihr Team sehr interessiert sind, eigentlich an einer Regierungsbeteiligung, derzeit aber sehr laut sind, um wieder zum Thema Lautstärke zurückzukommen, in der Opposition. Und da gibt es auch teilweise durchaus heftige Kritik am Stil der Neos. Ja, es ist zugespitzt und pointiert, aber wie gesagt auch eine Reaktion darauf, dass das so abgeschüttelt wird. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass in letzter Zeit normal Dinge scheinbar normal geworden sind, die nicht normal sind. Also auch die ganzen Postenbesetzungen, wie das passiert, der Stil in den Chats, immer so mit dem, naja, das war ja immer schon so oder ich habe das nicht erfunden. Deshalb ist es aber auch nicht gut. Ja, und das ist ein bisschen auch bezugnehmend auf die Aussage von Sepp Schellhorn, der sich verabschiedet hat aus dem Team der Neos und aus dem Nationalrat und mitgegeben hat, auch auf dem Weg seiner ehemaligen politischen Familie, es werde in der Politik zu viel Gift verspritzt. Aber dann, und das tue den Neos auch gar nicht gut. Jetzt muss man sich schon fragen, kann man Opposition anders als giftig interpretieren, wenn man erfolgreich sein will? Ja, mich hat ja zum Beispiel überrascht, aber vielleicht lag das auch nur an den Fragen, dass dieses ganze Problem der Kontrolle, der Korruption, was die Neos im Untersuchungsausschuss erreicht oder verbockt haben, und diese ganze Frage der Aushöhlung der Demokratie via Kontrolle und dass das überhaupt nicht angesprochen wurde. Es hat mich überrascht, dass sie das nicht thematisiert hat. Weil das sind ja auch Felder, wo sie ein bisschen vorsichtig sein müsste eigentlich nach dem, was passiert ist, aber die sie ansprechen könnte und die Neos beackern können. Und das hat sie völlig außen vor lassen. Ist ja auch in der medialen Wahrnehmung eine wichtige Sache gewesen, die Aufdeckerpartei. Ich kann mich erinnern an dieses Faltercover, Stefanie Crisper, das Gesicht der Opposition. Also mich hat es auch gewundert, dass das nicht gekommen ist. Gleichzeitig fand ich es auch gar nicht so falsch, dass es nicht gekommen ist, aber das hat eher, ein bisschen, ja, weil ich glaube, Häckchen. Weil es eine Politik der Gegenwartsbewältigung ist, wie ich finde, und es gibt so viele andere Themen, die in den Bereich Gegenwartsbewältigung fallen, also persönlich so als Bürger jetzt, auch nicht unbedingt als ehemaliges Neos-Mitglied, hätte mich schon mehr interessiert, was zukunftsgerichtete Politik ist. Ja, aber ohne Demokratie und ohne Kontrolle und ohne Ende der Korruption sind alle Themen eigentlich zweitrangig. Aber dazu passt vielleicht auch der Ausschnitt, als Beate Meindl-Reisinger von Lou-Lorenz Siedelbacher angesprochen wurde, auf die Frage, soll jetzt dieser U-Ausschuss eigentlich, der jetzt zu Ende gegangen ist, dann doch wieder weitergehen. Und da war die Antwort von Beate Meindl-Reisinger fast schon ein wenig harsch.
Ich will nicht weiter über den Untersuchungsausschuss reden. Ich will endlich, dass in Österreich eine anständige und saubere Politik kommt und auch entsprechend schärfere Gesetze. Aber sehen Sie weiter Aufklärungsbedarf? Wollen Sie, dass dieser Ausschuss wieder aufgenommen wird? Das ist einmal das wesentliche Thema, Frau Lorenz-Dittelbacher. Das ist der entscheidende Punkt. Wir haben da so viel aufgedeckt. Es ist so viel ans Licht gekommen und es kann nicht so weitergehen wie bisher. Einer der Gründe, warum ich NEOS mitgegründet habe, war seinerzeit der Korruptionsuntersuchungsausschuss, der damals schon abgedreht wurde von ÖVP und SPÖ. Wir sind nur schon fast am Ende und ich brauche ja, so dringend eine Antwort wichtig, von Ihnen, was Sie im September machen. Endlich was verändert. Ja, das werden wir entscheiden. Das habe ich eh schon in Interviews gesagt. Bezüglich der Corona-Beschaffungen, glaube ich, geht es darum, dass man lernt für die Zukunft. Es geht ja nicht darum zu sagen, das haben die schlecht gemacht, sondern es geht darum, dass man nicht vorbereitet war, die Regierung nicht vorbereitet war und dass man lernt für die Zukunft. Und deshalb ist mein Vorschlag, dass auch die Regierungsparteien mit der Opposition gemeinsam in der Volksvertretung im Parlament sagen, wir schauen uns das in einem Untersuchungsausschuss an, damit wir für die Zukunft lernen. Aber okay, ich möchte es noch einmal sagen, dass endlich einmal eine anständige Politik in Österreich herrscht. Aber da hat man schon ein bisschen jetzt den Eindruck, man hat jetzt eigentlich genug von dieser Aufklärungsarbeit, wie wir sie im letzten Jahr erlebt haben, wie in diesem Ibiza-Ausschuss, der den NEOS ja durchaus auch Kritik an ihrer Schärfe auch eingetragen haben und will jetzt ein bisschen konstruktiver, vielleicht, wie Beate Meindl-Reisinger sagt, gemeinsam mit der Regierung diese Vergangenheitsbewältigung betreiben. Das ist auch eine Ressourcenfrage, weil ein Untersuchungsausschuss natürlich extrem ressourcenintensiv ist, speziell für einen kleinen Parlamentsklub. Aber er bietet halt auch jede Menge Möglichkeit zur politischen Darstellung. Ich glaube, die Möglichkeiten sind ausgeschöpft worden, die sind abgeholt worden. Ich kann mich noch selbst erinnern, als der Hypo-Untersuchungsausschuss zu meiner Zeit im Parlament stattgefunden hat. Das hat wirklich große Teile des Parlamentsklubs auch gebunden. Und das ist meine persönliche Meinung. Nicht unbedingt ein Ratschlag, aber diese Ressourcen gehören auf eine zukunftsorientierte Politik gesetzt. Ich weiß zwar, dass diese demokratische Kontrolle speziell des Parlaments in diesen Fragen immens wichtig ist, weil ohne Demokratie braucht man über alles andere nicht reden, da stimme ich uneingeschränkt zu, aber ich würde schon gern wissen, was in den nächsten 25, 50 Jahren passiert und ich bin mir nicht sicher, ob Zeit, die für Konzepte aufgewendet werden kann, wirklich in Untersuchungsausschüssen am besten aufgehoben ist. Das ist schon eine Abwägung, die man treffen muss. Aber da müsste man umschalten von Angriffsmodus auf Kooperationsmodus, auch in der wahrscheinlich Körpersprache, oder? Naja, das ist natürlich jetzt in der Opposition, weil wir vorher geredet haben, ist sie zu aggressiv in ihrer Oppositionsrolle? Wie bekommt man Gehör? Und gleichzeitig stellen wir uns, haben wir am Anfang gesagt, das wird nur einer Frau vorgeworfen. Also wir drehen uns ja auch im Kreis. Und dann wird die richtige Frage, warum hört man vom Wiederkehr in Wien nichts? Und dann sagt man, vielleicht hat er nicht so viel Möglichkeit gehabt. Da muss man immer sagen, das ist seine Aufgabe, die Möglichkeiten zu finden, als Vizebürgermeister in den Medien vorzukommen. Und ich glaube, wenn jemand das kann, dann ist das Meindl-Reisinger, sich Gehör zu verschaffen. Und ich glaube, nur dann werden Themen umgesetzt. Das, was Sie jetzt gesagt haben, Herr Alm, das halte ich für demokratiepolitisch natürlich schon für gefährlich. Das geht jetzt ein bisschen über die Körpersprache hinaus, weil ich verstehe das mit den Ressourcen. Ich verstehe auch, dass das Potenzial des quasi Gesehenwerdens ausgeschöpft ist. Das verstehe ich schon. Allerdings, da geht es um was Größeres als um das Wohl einer einzelnen Partei. Auch wenn es jetzt eine kleine Partei ist und die alle Möglichkeiten nutzen muss. Aber wenn wir jetzt Untersuchungsausschüsse aus pragmatischen Gründen einfach sagen, jetzt machen wir es nicht mehr weiter oder verlängern wir es nicht, weil wir haben eh schon alle Möglichkeiten und Ressourcen, bindet es auch. Na, so will ich das natürlich nicht verstanden haben. Ich meinte, es ist eine Abwägung, die man zu treffen hat, ja, ob man jetzt so viel Energie da rein steckt und noch einmal den gleichen Untersuchungsausschuss wieder aufrollt, in dem jetzt eine große Pause war, in dem auch ganz offensichtlich Zeit war, auf der anderen Seite Dinge weiter obskur zu halten, die man jetzt in der Geschwindigkeit auch nicht mehr ans Tageslicht bringen kann. Und ich bin mir nicht sicher, ob das notwendigerweise mit dem Aufwand im Parlament fortgesetzt werden müsste, ob es da nicht andere Einrichtungen gäbe, die diese Arbeit übernehmen können. Also, ich wollte es nur nicht so allein stehen lassen. Ja, absolut. Zu Meindl-Reisinger, Entschuldigung, bitte. Ja. Also ein bisschen sind wir schon fast am Ende unserer Sendezeit, also kurzer Befund noch dazu bitte. Und dann. Nein, ich wollte einfach nur sagen, Meindl-Reisinger hat einfach das Talent als Oppositionspolitikerin von ihrer
expressiven Art Aufmerksamkeit zu bekommen, und zwar ähnlich wie das die FPÖ zu besten Zeiten mit Strache und Haider gemacht hat. Nur fehlt ihnen die absolutes Thema. Wofür stehen sie? Ich glaube, da sind sich eh alle einer Meinung. Und da spielt eben das Inhaltliche in der Politik mit dem Nonverbalen, das heißt dem Körpersprachlichen und dem Rhetorischen, einfach zusammen. Sie verheddert sich auch, wenn sie sagt, evidenzbasierte Politik. Wenn man da mal drüber nachdenkt, das ist eine hohle Phrase, weil evidenzbasiert ist immer post hoc. Das ist immer das, was danach gewesen ist. Aber sie will ja, sie hat es ja eigentlich anders gemeint, wenn ich das richtig verstanden habe. Da müsste ich scharf widersprechen, weil bei vielen Ad-hoc-Entscheidungen, die politisch gesprochen, getroffen werden, die nicht notwendigerweise evidenzbasiert sind, wäre das ein großer Fortschritt in der Politik, wenn sie wirklich evidenzbasiert agieren würde und aus den Fehlern der Vergangenheit auch lernen würde. Chatverlauf ist ein gutes Beispiel dafür, war lassen immer schon so. Aber gut. Ganz kurz noch den Befund von den politischen Beobachtern hier. Die Frage nach diesem Auftritt von Beate Meindl-Reisinger und auch dem, was sie jetzt zum Thema Untersuchungsausschuss gesagt hat, ist ab Herbst von den NEOS eine andere Art von Oppositionsarbeit zu erwarten, Frau Rohrer? Ich glaube nicht, aber ich weiß es nicht. Vielleicht denken Sie noch. Glaube ich eigentlich auch nicht. Und ehrlicherweise, ich sehe das ja gar nicht so negativ. Also ich finde schon, es gibt Themen, für die die NEOS stehen, habe ich eh schon gesagt vorher. Und die Aufklärung, muss man ja sagen, also das haben sich ja früher die Grünen sehr stark positioniert. Da ist ja Raum entstanden für die NEOS. Und ich würde mich eigentlich sehr wundern, wenn der nicht weiter genützt wird. Also Stefanie Griesbach ist einer breiten Öffentlichkeit bekannt geworden. Für eine kleine Partei kennt man eigentlich viele Abgeordnete. Okay, Sepp Schellhorn ist abhanden gekommen. Aber sonst finde ich, das sehe ich nicht so negativ eigentlich. Würde mich ja eher wundern, wenn man diese Chance auslässt, weil es einfach in der medialen Wahrnehmung irrsinnig präsent ist, ein Ausschuss. Und da haben sich die NEOS eigentlich sehr, sehr klar als Antikorruptionspartei positioniert. Dann sage ich an dieser Stelle vielen herzlichen Dank für die Analyse dieses ersten ORF-Sommergesprächs und vielen Dank fürs Kommen und Mitreden im ersten ORF3 Sommernachgespräch 2021. Wir sind schon, meine Damen und Herren, morgen Vormittag wieder zur Stelle mit ORF3 aktuell, das aus der Sommerpause zurückkehrt. Das wird für uns im ORF alle ein spannender Tag, das wissen Sie sicher. Morgen bestellt der ORF-Stiftungsrat unseren Chef oder unsere Chefin. Wir werden sehen für die kommenden 5 Jahre und Sie erfahren bei uns natürlich, wie die Wahl ausgegangen ist, wenn Sie mögen. Für heute wünsche ich Ihnen noch einen entspannten Abend hier bei uns und in genau einer Woche sehen wir uns hoffentlich an dieser Stelle wieder beim ORF3 Sommernachgespräch nach dem Sommergespräch mit Grünen-Chef Werner Kogler. Bis dahin, schönen Abend und tschüss. Das wird schwierig werden. Mit Kogler.